Jo Leute, was geht? Hier ist der Shaka Games und ich mache heute mal ein etwas anderes Video. Also ich habe ein bisschen was durchgeplant, so selber, dass ich jetzt mir gesagt habe, wenn ich irgendwie Bock drauf habe, werde ich mir jetzt einfach mal öfters ein Real Talk Video machen, einfach von mir aus, so dass ich einfach mal wirklich offen mit euch drüber reden kann über alles Mögliche in meinem Leben, ja, was eigentlich so relativ interessant vielleicht für euch ist. Vielleicht wart ihr noch nie in so einer Situation, wo euch vielleicht meine Meinung helfen könnte oder was mir halt passiert ist, was euch helfen könnte. Und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee, wenn ich das jetzt mal so mache. Dann mal kurz mich ein bisschen lauter stellen. Ja. Die Sache ist, an sich ja, bin ich zufrieden. Ist ein tolles Leben. Ja. So ist es jetzt nicht gemeint und alles. Mein Leben ist super. Ja. Aber es gibt bestimmte Situationen, die man im Leben hat. Und ich glaube, wenn man so ein offenes Video drüber macht, dass das wirklich einem sehr helfen könnte, wenn man darüber spricht. Ja, also ich habe heute so zwei Punkte, mit denen ich über die ich mit euch reden wollte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich werde das Video auch ungeschnitten lassen, damit man einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen realer auch, wenn ich mit euch so rede. So dass es einfach zum Beispiel ist, als ob ich jetzt mit euch wirklich sprechen würde. So, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt alles zusammenschneiden würde und so alles, sehe ich da drin keinen Sinn. Ja. Also, erster Punkt war Schulzeit bei mir. Ja. Also ich finde Schulzeit ist eine riesengroße Sache. So, wie man in der Schule war, wie was war, was passieren kann in der Schule, gute Sachen, schlechte Sachen. Und zweiter sind so derzeitige Beziehungen oder so oder Situationen. Apropos, ja, wenn euch das wirklich interessiert, einmal bitte in die Kommentare schreiben, wirklich, ob es euch interessiert oder ob ihr noch mehr haben möchtet damit, weil ich richte mich nach euch. Es ist immer noch mein YouTube-Kanal, aber ich muss mich nach euch richten. Wenn es euch interessiert, sagt es einfach. Ja, also Schulzeit, im Großen und Ganzen war sie jetzt nicht scheiße. Sie war jetzt aber auch nicht die beste Schulzeit oder das Beste, was ich hatte. Ich bin halt so gewesen, ich sag mal so, die Grundschule und alles war alles cool, ja, da war alles super. Aber Oberschule war schon jetzt nicht so leicht für mich alles, wie man es sich so denken kann. So. Also ich bin ganz ehrlich, ich war nicht der beste Schüler noch. Ja. Ich war nie der beste Schüler, aber ich war jetzt auch nie der schlechteste Schüler. Ich war nicht ohne Grund, habe ich mein Abi auch irgendwie geschafft, fast. Also mein Fachabi habe ich geschafft. Ja. Kein Abi, Fachabi. Ja. Und also ich bin kein schlechter Schüler gewesen, aber ich weiß jetzt auch nicht, dass ich jedes Mal irgendwie eine 1 geschrieben habe oder eine 2 oder irgendwas anderes. So war es jetzt nicht bei mir. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, dass bei mir in der Schulzeit ich sehr gut meine Gruppe hatte. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Ja? Jeder hat irgendwie seine Gruppen, so mit denen man immer zusammen rumgehangen hat und zusammen irgendwas gemacht hat und so. Ja, und die hatte ich natürlich auch. Ja? Aber ich sag mal so, bei mir war das ein großes Problem mit, ja. Ich sag mal so, ihr kennt es ja, den Kanal hier, den Shaka Games Kanal, den gibt es ja jetzt, ich weiß nicht, wie lange gibt es den jetzt schon, ich glaube 4 Jahre, 5 Jahre, lass mich nicht lügen. Und mein Problem war, dass ich den halt öffentlich gemacht habe. Ja. Also was heißt öffentlich, aber ich habe halt davon erzählt, dass ich YouTube mache, ich habe davon erzählt, dass ich Videos mache und Creator bin, ja, und selber Videos produziere. Und ich sag mal, es kam nicht bei jedem gut an. Ja. Ist ja verständlich, jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich sag mal so, die meisten sind scheiße damit umgegangen. Ja? Also, ich hatte halt, sagen wir mal so, ich weiß nicht, die Anfangszeiten von YouTube, wo ich halt noch so 30 Abonnenten hatte und so alles, da lief es halt nicht so gut. Da kann man sich so vorstellen, so irgendwie war es halt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, wo ich am nächsten Tag in der Schule wurde ich ausgelacht für das Video. Und dann wurde das Video neben mir angemacht, wurde das Video die ganze Zeit gesagt: guck mal, was machst du da für eine Scheiße oder so, irgendwie sowas. Also, ich konnte mich selber nicht mehr ausleben. So, ich wurde selber eingegrenzt in meinen Videos. Und ich durfte auch irgendwie keine Fehler machen in meinen Videos. So, weil sie mir nämlich gleich vorgehalten wurden. Nicht von meinen Freunden, sondern von Leuten, die mich einfach nicht leiden konnten. Ja? Von Anfang an, ihr kennt's Leute, ihr gibt's, jeder hat irgendwie so Leute, die er nicht leiden kann. Ja? Und leider waren diese Leute, die mich nicht leiden konnten, mehrere Leute. Ja? Weil ich nämlich offen bin, ich habe immer meine Meinung gesagt, ich war jetzt nie so, dass ich mich eingeschränkt eigentlich gefühlt habe. Ja? Das Problem ist, glaube ich, gewesen, ein großes Problem ist, solange ich in der Schule war, hat halt bei mir YouTube-mäßig nie was Großes gelaufen. Ja, dadurch, dass ich mich selber auch eingeschränkt habe, mir war es sehr peinlich auch gegenüber anderen, dass ich da irgendwie jetzt Videos hochlade und so alles. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt. Ja. Also du durftest keine Fehler machen. Ja. Die haben dich halt wirklich eingegrenzt. Ja. Und es war halt kein geiles Gefühl. Man kann es auch nicht so Mobbing schon vielleicht nennen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja.
Ich habe mich da super, super doll ein. Ich habe mir das halt immer zu Herzen genommen. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr das, aber ich bin ein Mensch wirklich, dass ich mich vieles zu Herzen nehme und das auch wirklich aktiv mache. Ja, warum sollte ich es nicht machen? Ja, wenn man sich was zu Herzen nimmt, ist es ja auch eigentlich was Gutes. Ja, also ich sehe da was Gutes. Ja, aber leider wurde ich schamlos ausgenutzt. Ja, kann man das so sagen. Und ich wurde halt wirklich in der Schule fertig gemacht. Kann man das schon sagen? Man kann schon sagen, ich wurde in der Schule fertig gemacht. Wenn ich jetzt so zurückblickend drauf gucke, habe ich mich auch selber in diese Bahn reingeworfen natürlich. Ein bisschen. Bisschen ist man ja auch immer so ein bisschen selber schuld. Aber es war schon echt krass. Also ich wurde halt wirklich in der Schulzeit wirklich schon dort extrem gemobbt wegen meinen Videos. Ja, das kann man schon sagen. Weil man einfach, ich verstehe es bis heute nicht. Also wirklich ganz ehrlich, Leute, wenn, ich weiß ganz genau, dass die welche auch noch meine Videos gucken. Ja, das ist kein Geheimnis, das weiß ich auch immer noch. Ich weiß auch, dass Leute sich immer noch totlachen über meine Videos und alles. Ich denke aber heute anders. Heute denke ich wirklich anders und damit denke ich, glaube ich, habe ich auch gut abgeschlossen. Ja, weil ich erwachsen geworden bin, kann man einfach so sagen. Ja, mir ist es scheißegal, was die anderen für Meinungen haben. Und das gebe ich für jeden mit, der irgendwie sowas macht oder irgendwie so eine Scheiße gemacht hat oder irgendwie sowas durch hat. Steht dazu, dass ihr sowas macht. Auch wenn es hart ist, auch wenn es scheiße ist, es wird sich nicht ändern. Aber wenn ihr dazu steht und die keinen Grund mehr zu lachen haben, weil dir das scheißegal ist, passiert da nichts mehr. Ja? Das habe ich am Ende auch selber bemerkt. Ja? Also als ich aus der Schulzeit rausge war, haben sie es versucht natürlich immer weiterzumachen. Die haben halt nicht aufgehört. Ne? Also ich bin halt, wie soll ich das sagen, ich bin in der 11. gewesen, ich bin in der 12. gewesen. In Berlin ging die Schule 13 Jahre. Ich bin ab der 12. abgegangen, habe ein FSJ gemacht und sozusagen mein Fachabi gemacht. Und in der Zeit, wo ich nicht mehr in der Schule war, haben sie es halt trotzdem noch weitergemacht. Sie haben meine Videos angeguckt, haben darunter blöde Kommentare geschrieben. Ich habe halt irgendwas gemacht, trotzdem, dass man versucht hat, ihn emotional zu verletzen. Ja. Im Nachhinein denke ich mir wirklich, fickt euch. Kann ich ja mal so offen sagen. Ich glaube nicht, dass die selber mit so einer Situation gut umgehen könnten. Also ihr könnt wirklich, ich glaube, wenn sie die falsche Person getroffen hätten, dass das schon verheerende Auswirkungen haben könnte. Ja? Weil es wirklich weit ging. Ja? Ich möchte jetzt auch gar keine Entschuldigung haben oder irgendwas anderes, falls mal irgendwann die Zeit kommt, dass die Typen mal ein bisschen nachgedacht haben, ja, und eigentlich mal selber so mitbekommen haben, wie dumm die eigentlich alle sind. Ja? Aber darüber will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht keine Entschuldigung haben. Mir ist das eigentlich total scheißegal. Ja? Ich habe damit abgeschlossen. Ich will es jetzt einfach nochmal hochholen und euch sozusagen sagen, Leute, steht dafür. Steht wirklich dafür, was ihr macht. Ja? Es war auch wirklich nicht nur YouTube. Ja? Mit YouTube war eine Sache. Die andere Sache war es, oder war, dass ich seit der 10. Klasse angefangen habe zu modeln. Ja? Dadurch, dass mich eine Modelagentur hat mich mal entdeckt. Und ich habe wirklich lange Zeit auch gut gemodelt. Ich habe mir ein gutes Auto verdient mit Modeln. Ja, ich war kein Schlechter. Ja, kann man so sagen. Ja, ich habe es aber auch selber jetzt aufgegeben, weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Das war einfach nicht mein Geschäft. Aber wie soll ich das sagen? Ja, und viele haben sich halt drüber lustig gemacht, weil, wie gesagt, Modeln ist eine Sache. Ja, Modeln kann man sich vorstellen. Oh, ja, der rennt, der ist hübsch, der muss Model sein. Dies, das. Das hat nichts mit hübsch sein zu tun oder irgendwas anderes. Wenn du nämlich Model bist, dann musst du halt sozusagen irgendwas Besonderes an dir haben. Ja? Was Besonderes heißt aber nicht, dass du hübsch bist. Was Besonderes heißt zum Beispiel, keine Ahnung, dass du halt dich von anderen Leuten distanzierst. Also wirklich, wenn du in einer Gruppe bist und einer dich sieht und sagt, oh, der hat das und das und das. Ja, das bedeutet halt dieses Aufmerksamsein, also dieses Besondere. Ja, und sowas suchen halt Leute oder Modelagenturen. Ja, davor wurde ich auf jeden Fall entdeckt und es lief sogar eigentlich ganz gut bei mir. Ich habe wirklich auch mehrere Aufträge gehabt. Ich war in Mailand, ich war in Hamburg, habe dort ein gutes Shooting gehabt. Ich wäre fast in die Sprite-Werbung mal reingekommen. Von Coca-Cola, ja, Coca-Cola Sprite. Und ja, also es lief wirklich gut, ja, ich war auch wirklich gut drin. Aber ich sag mal so, du musst halt dir eine Modelmappe machen. Du musst halt immer zum Model eine Modelmappe machen, musst halt Fotos machen von dem. Manchmal sind sie ein bisschen banal, schräg, das gehört dazu, ja, abstrakt, ja, das ist Modeln. Ja. Modeln ist nicht hier, ich laufe in Gucci-Sachen rum und hier. Wenn ihr mal richtig die Gucci-Models und so alles seht, dann seht ihr, was überhaupt Gucci ist und was das ist. Das hat gar nichts mit diesen Gucci-Ohrringetaschen oder irgendwas anderes zu tun. Das ist nicht die Marke. Ihr müsst mal wirklich auf die Laufstege gucken und alles, was wirklich Models so ertragen. Ja? Nicht Victoria's Secret, das zählt wirklich nicht. Ja? Ich will es nur mal sagen, das zählt nicht. Ja? Aber es ist wirklich halt ein bisschen abstrakter. Ja? Das ist Modeling. Das ist halt dieses.
Ja, dieses hier, dieses, ja, Mollygeschäft, sagen wir einfach mal. Und das hat man mir echt vorgehalten. Also muss man echt sagen, da wurden echt schräge Dinge gemacht, wurden Fotos bearbeitet von mir und alles. Und wurde schon echt hart, ja. Obwohl man eigentlich denken müsste, so ganz ehrlich, ich habe eigentlich was Gutes gehabt, ja. Ich hatte einen guten Nebenverdienst in der Schulzeit. In der Schulzeit hatte ich einen guten Nebenverdienst und das wurde mir vorgehalten. Klar, also ganz ehrlich, im Nachhinein denke ich mir, die waren doch alle einfach nur eifersüchtig, weil die anderen es nie geschafft haben. Ich habe Leute, nämlich, ich bin ja nicht doof, ja. Und ich werde auch von meiner Modelagentur gefragt, wenn ich nämlich auf einer Schule mit den gleichen bin oder so. Ach, kennst du den, kennst du den? Und ich habe mich da auch wirklich aktiv auch mit beschäftigt. Ich finde es halt echt witzig, so dass man so mitbekommt, dass sich die Leute, die sich über mich lustig gemacht haben, wirklich über mich lustig gemacht haben, sich selber bei dieser Agentur beworben haben und abgelehnt wurden. Ja? Also da muss man wieder sagen, ey, da gehen richtig Grüße raus an euch, ja, ihr Idioten. Also ganz ehrlich. Ich finde das total lächerlich, ja. Also denkt da mal einfach ein bisschen nach. Ein bisschen einfach nur. Ja? Ihr seid einfach nicht besser als alle anderen und dann versucht ihr genau das gleiche zu machen wie ich und lacht mich dafür aus. Ja, das muss man auch mal sagen, ich wurde dafür auch gelacht, ja. So, und das verstehe ich bis heute nicht. Bis heute werde ich das nicht verstehen, ja. Aber ich habe damit abgeschlossen, ja. Leute, ja, ein Tipp fürs Leben, ich werde jetzt auch gleich das Video beenden, das geht jetzt schon 11 Minuten, Mann. Ein Tipp fürs Leben, Mann, von mir an euch ist, wenn ihr so eine Situation habt oder so, steht zu euch. Ihr müsst euch in den Spiegel angucken können und müsst sagen können, Alter, ich bin ich, ja, ich weiß, dass ich der Dünnste bin, also der Dickeste, der Breiteste bin und alles. Dünnste, ja, ich bin der Dünnste. Ja, ich weiß, dass ich der Dünnste bin und alles. Aber ganz ehrlich, ich kack drauf. Ich bin ich, ja. Und wenn es mich selber stören sollte, sollte ich an mir selber arbeiten. Aber ich soll es mir nicht von anderen Leuten anhören. Das ist wichtig. Lasst es euch nicht von anderen Leuten anhören. Lasst es von euch selber entscheiden. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr was machen wollt oder nicht. Ja. Seid einfach, wie ihr seid und bleibt auch so. Ja. Das hat wirklich jetzt nichts mit hier grünen Scheißen, ja, bleibt so alle, wie ihr seid und so. Nein, aber wirklich. Das ist einfach wirklich so, Leute. Ja, ihr lebt einfach leichter. Ihr werdet einfach leichter leben, wenn ihr sowas habt. Ja. Ich finde es einfach wichtig, so über so ein Thema nochmal zu sprechen, weil ich glaube, viele von mir, viele von meinen Leuten hier sind noch in der Schule und alles und kennen das vielleicht noch nicht so. Was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn Leute hier das nicht mitbekommen, ja, dass sie irgendwie jemanden mal runtermachen, deswegen, ja. Ja, es gibt bestimmt Leute, die auf das Video gucken und das natürlich nicht mit Absicht gemacht haben, ja. Sich runtergemacht haben, jemanden runtergemacht haben. Ja. Leute, versetzt euch mal in die Lage erstmal von den anderen. Klar, wenn die selber Scheiße gebaut haben, ey, ganz ehrlich, dann macht sie runter. Ist mir kackegal. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war in der Schulzeit, ich habe niemandem etwas getan, wirklich. Ich habe niemandem etwas getan. Ich war wirklich der Mensch, wirklich, der am ruhigsten eigentlich war. Ich habe niemals gegen irgendjemanden was geäußert, was mir eigentlich unangenehm war. Wenn, habe ich halt nur meine Meinung gesagt, was aber nicht irgendwie heißen sollte, du bist ein Idiot oder irgendwas anderes, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur meine Meinung geäußert und dafür wurde ich fertig gemacht. Ja. Und ich möchte einfach, dass die Leute das kapiert. Achtet mal auf die anderen. Ja. Guckt euch das einfach mal an. Wie könnte es der Person gehen? Ja. Ganz ehrlich, guckt euch einfach an. Ich weiß, es macht keinen Spaß, aber glaubt mir mal wirklich, manche Personen werden unnötig, ohne Grund fertig gemacht. Ja. Und ja, ich glaube, das hat sogar jetzt gleich beim ersten Versuch geklappt. Ich bin sogar echt stolz auf meine Aufnahme und ich glaube, ich werde das Video jetzt beenden. 14 Minuten durchgeredet. Krass. Ich werde das Video auch hochladen. Ja, und ich hoffe, ihr feiert sowas. Wirklich. Ja, also mir macht es extrem Spaß, sowas hochzuladen und einfach mal mit euch darüber zu sprechen. Wäre auch cool, wenn ihr euch das alles anhört. Ja, ich würde es schon jetzt so als neuen Inhalt mal sehen. Neues Retalk-Inhalt, so dass man das einmal die Woche macht oder so. Muss man einfach mal gucken. Ja. Könnt mir auch gerne Themen reinschreiben in den Kommentaren, worauf ihr Bock habt, dass wir mal drüber sprechen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein, habt noch einen schönen Tag und vor allem genießt den Tag und denkt einfach nochmal drüber nach. Wenn ihr das Video als erstes nicht verstanden habt, hört es euch einfach nochmal an. Ja, hört es euch nochmal an, guckt es euch nochmal an. Das ist wirklich eine Sache, wo man echt viel lernen kann. Ja, Leute, so, ich werde jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und guckt auf jeden Fall gerne bei mir am Kanal vorbei. Ich freue mich immer. Ja, haut rein, Leute, habt noch einen schönen Tag.